Und damit herzlich willkommen bei einem kleinen Mini-Horrorspiel. Ich weiß nicht genau. Ein Luftballon? Wieso ist da ein Luftballon? Was genau macht der Luftballon hier im Büro? Denn One Late Night spielt in einem Büro und es ist, alle Programmierer kennen das, wenn man etwas länger im Büro bleibt, draußen ist es dunkel, es ist so herrlich ruhig, eine kühle Nacht, man kann sich viel besser konzentrieren und die Frage ist nur, was passieren könnte. Ich habe mal raus aus dem Parser und dann kratze mich kurz an der Nase, jetzt im Bild. Ja, so ein Scheißwetter, ganz ehrlich, da würde ich auch lieber im Büro bleiben und irgendwas programmieren. In was programmieren die denn hier? Mal gleich mal gucken. Java natürlich. Was haben wir da noch? WordPress for Dummies. Ach, das ist ja süß. Das muss ich mal dem Herrn DK kaufen. Der schlägt mich jetzt bestimmt. Huch. Das ist ja cool. Boah, das finde ich voll cool. Im Kühlschrank haben wir einen alten Kuhfladen, der aussieht wie ein ranziger Reibekuchen. Einen super saftigen Plastikburger und da oben eine ekelhafte Dose mit totem Menschenfleisch, ich weiß es nicht. Und die gute Mjölk. Lecker Mjölk. Ich sehe dich. Was ist das? Und dann auch noch mit Open Office. Da hat, wenn es der Geist der Omi ist, hat die Oma also Open Office geöffnet. Weißt du, die Ur-Urgroßmutter gerade, die kennt sich aus mit Computern. Vor 300 Jahren waren die ganz groß. Oder 200. Was ist das? Wann habe ich das geschrieben? Ja, gar nicht. Jetzt fliegen ja gerade irgendwelche kleinen Fliegen rum, verdammt. Wo kommen die denn her? Hat das Fenster gerade offen und jetzt fliegen ja wieder Viecher rum. Kann ich gerade bei einer Horroraufnahme natürlich sehr gut gebrauchen. Irgendwo was hinter irgendeiner Tür. Hm! Okay, wir sind nicht mehr alleine. Ich glaube, die Spirenzchen hören jetzt auf. Ich, habe ich einen Schritt gehört oder war das unsere Schritte? Alter, jetzt denke ich, hier ist überall was. I need you oder I see you? Also wenn die Oma sagt, I need you, dann habe ich doppelt Angst. Oma, mach keinen Scheiß. Ich bleib jetzt hier einfach sitzen, bis die Sonne wieder aufgeht und dann passt das schon. Wollen wir spazieren gehen? Ich schiebe deinen Rollator. Ich guck mal, ob ich mir jetzt vielleicht... Oder kann ich mir hier... Alter. Erinnert mich doch ein bisschen... Was macht der scheiß Ballon da? Das erinnert mich ein bisschen an Paranormal. Ich sollte mit sowas rechnen. Los, versteck dich unter dem Tisch! 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 Alter! Ich habe schon so lange keine Horrorspiele mehr gespielt. So richtige. Also ich mich hier gerade auch noch voll reinsteigere. Und ich glaube, der Red Bull vorher war da auch nicht unbedingt hilfreich. Und ich fragte mich, sind das nur Effekte auf dem Bildschirm? Oder haben sie eine Bedeutung? Wieso spielt immer nur dieser Song? Welcher Song? Ich höre keinen Song. Wer war das am Telefon? Ja, ruf doch mal, Alter, ruf doch mal die Polizei an, du Vollpfosten. Oder, weiß ich nicht, irgendwann muss doch helfen können. Sieht aus wie meine Webcam. Ah! Fuck! Alter.
Die olle Schrapnelle. Ich hab's genau gewusst. Alter, ich schwöre, ich stehe nie wieder auf für Senioren im Bus. Huch. Ich habe das Gefühl, das Spiel ist abgestürzt, denn auf einmal sehe ich den Mauspfeil hier und ihr seht wahrscheinlich einen Blackscreen oder so wie ich ein eingefrorenes Bild. Das Spiel ist abgestürzt. Ich glaube, die Oma hat meinen Rechner gehackt. Ich mache jetzt auch erstmal eine kleine... Ich muss mein Katheter lernen. Das geht so nicht. Das, ja, also bis Horrido, bis zur nächsten Aufnahme. Tschüss. Ja, hoffentlich ist ja keine Oma im Büro. So, kann man sich hier überhaupt unter dem Was? Ich kann nicht rangehen. Alter, die Oma steht im Flur. Ich kann doch jetzt nicht ans Telefon gehen. Bekloppte Oma. Hallo, Oma, bist du's? So ist das kaputte Telefon. Das benutze ich nicht mehr. Das liegt hier nur rum. Alter, die Krissel gehen nicht weg. Ne? Ach, Alter. Die scheiß Bildschirme. Boah, ich bin wieder aufgedreht. Damit kann ich Oma bekämpfen. Dann haue ich ihr so eine Schublade gegen den Steiß. Dann kippt sie einfach aus den Latschen. Ich kann jetzt auch nicht rübergehen, solange es krisselt. Die verkackte Scheiß-Oma, Alter! Alter, die verkackte Scheiß-Tyrannen-Mistsau-Oma! Ich muss der Oma mal ein paar Pillen klauen zur Beruhigung. Ich hab doch da gerade was gesehen. Warte mal. Moment. Sekunde. Alter, der Programmierer Heinz, ey. Alter, ich hasse diese Wichskuh, das gibt's gar nicht. Die ist so kacke zu mir. Hallo? Ne. 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 Ich hab grad erst angefangen, Alter. Oma. Hat die gesagt, I see you oder Küsschen? Ich hab das jetzt nicht so ganz gehört. Vielleicht wird Oma auf ihre alten Tage nochmal scharf. Das weiß man nicht so genau. Jetzt habe ich große Fresse, weißt du, wenn es nachher wiederkommt. So, ich dachte, da war noch eine Batterie. Wie viele Batterien brauchen wir denn für die alte? Also, für die Taschenlampe, jetzt nicht für die Oma. Also, nicht, dass wir jetzt, ne, da irgendwie... Komm, mein Junge, komm zu Oma. Leg deinen Kopf auf meinen Schoß. Ich will dich ganz doll lieb haben. Und die Oma nahm die Zähne raus und hatte ihn furchtbar lieb. Ist das schlimmer als das Spiel, die Vorstellung alleine. Okay, Oma, nimm mal den Staub von der Linse. Papa möchte weitermachen. Oma! Oma! Oma, lass mich in Ruhe. Kann ich auch. Okay. Scheiße! Okay, das geht zumindest. Ich habe zumindest Batterie. Alter, Oma! Oma! Immer wenn ich dich gebraucht habe, wenn ich einsam war. Oma! Du warst nie für mich da. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich habe keinen Faible für alte Frauen. Die Taschenlampe flimmert. Nein! 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 Was? Was? Also, wenn du das Let's Play siehst, Oma, ne? Hier, fick... ich meine... Ich mag dich. Wieso hat der Typ hier eine Steckleiste, wenn alle Stecker frei sind? Wo ist der Computer angeschlossen? Was sind das für technische Designfehler hier? Was? So, I see you. Oder wahrscheinlich ICQ, die wollte wahrscheinlich wieder chatten, die Oma.
Ach, keine Sorge, seitdem ich One Late Night spiele, habe ich meine Oma die Treppe runtergeschubst. Nur präventiv. Vorsichtshalber. So, Sie wollen sich also für unsere Firma bewerben? Ja, dann zeigen Sie doch mal Ihre Unterlagen. Das ist aber ein ausnehmend hässliches Foto. Wir beschäftigen keine hässlichen Menschen, das sieht man ja an mir. So, jetzt aber, komm, Oma. Ich hab's genau gewusst. Halt, unter den Tisch, sofort. Haben wir denn noch irgendwo Duracell? Ich hasse dich, Oma! Gott, ey, denk dir mal was Neues aus. Die sagt auch immer nur das Gleiche. Nicht mal irgendwie schön, wie geht's dir? Hey, schön mal deine Stimme zu hören. Bist du so spät noch im Büro? Ach, du Armer. Ja, ja, die fleißigen Arbeiter. Oma. Oma. Ömchen. Ömilein. Ömelissimo. Ömchen. Omama. Da lugt eine Oma über den Schrank. Die steht da auch nur, die kommt nicht näher, die hängt da hinten einfach nur rum. Die. Kommt die näher? Ich meine natürlich, huch! Jetzt kommt sie näher, 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 jetzt kommt sie näher. Lass mich bitte unter den Tisch. Jetzt geht's wieder. Gib mir Hilfe! Mehr, nein, die Batterie. Hilfe? Mir egal, ich flüchte. Ich flüchte, eh. Nein. Was? 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 Ich bin wieder im Büro? Was? I want to make love with you because you look very handsome, hat sie gerade gesagt. Gut, das kann ich Oma nicht verübeln. Oh, geil, ein Apfel. Ich hoffe, jetzt kommt das Windows-Farbschema-Pop-Up nicht wieder. Das kommt immer, wenn ich das erste Mal die Oma starte, kommt Windows-Farbschema. Und ganz ehrlich, guck dir die Farben hier mal an, Alter. Da steckt kein Schema dahinter. Das ist einfach nur schwarz wie eine Rattenarsch. Okay, das Sofa brennt. Scheiße, das Sofa brennt, das Sofa brennt. Kommt die Oma näher, die Oma kommt näher, die Oma kommt näher. Geht's, Feuer, geht's? Okay. Alter, ich dachte gerade, die steht da wieder. Ich wollte hier gerade schon... Ich lese ja die Kommentare. Ich wollte jetzt mal ganz kurz gucken, ob der irgendwie Pornos auf seinem Rechner versteckt hat oder so, aber... Survived the night and escaped the threat of the Black Widow. Or did you? However, you found some clues. But one question remains. Will you be back tomorrow? Ich kündige den Scheiß, Alter. Ich gehe doch nicht nochmal ins Büro. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, was wir da hätten besser machen können. Auf jeden Fall, Oma ist noch im Büro. Und da kann sie meinetwegen gerne bleiben. Ich kündige diesen Scheißjob. Ich gehe lieber wieder auf den Strich oder beziehe Hartz IV. Aber Oma, nein, danke, das war's. Ich, nein. Okay, Freunde, vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Vielen Dank für eure Geduld. Vielen Dank dafür, dass ihr in der letzten Folge so viel Spaß hattet. Ich wurde in meinem Leben noch nie so oft Arsch genannt. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Let's Play. Und bis dahin, Tschüssikowski und vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Bis später. Und was ist nur mit Liebe? Ich bin noch so allein im Büro.